Hier im Museum für Literatur in Karlsruhe könnt ihr die Literaturgeschichte durch all ihre Epochen hindurch entdecken. Vom Beginn der deutschen Buchkultur in den Klöstern des Mittelalters bis in den Barock, die Romantik und das 20. Jahrhundert präsentieren sich hier literarische Werke mit ihren VerfasserInnen. Spannend ist vor allem der regionale Bezug, denn wir zeigen euch, welche bekannten SchriftstellerInnen hier aus der Region kamen. Und da gibt es ein paar spannende Köpfe. Grimmelshausen, Klopstock, von Eichendorff, von Droste-Hülshoff, Kaschnitz, alles Namen, die man vielleicht schon mal gehört hat, aber was haben die mit Karlsruhe und der Region zu tun? Besonders herausgehoben haben wir zwei Schriftsteller, Johann Peter Hebel und Josef Viktor von Scheffel. Das Leben und das literarische Schaffen beider haben wir euch in modernen Animationsfilmen zusammengefasst. Hebel ist 14 Jahre alt und vollweise. Als er am 26. April 1774 nach Karlsruhe kommt und am Gymnasium Illustre aufgenommen wird. Die Schule ist das Zentrum der geistigen Elite in der Markgrafenschaft Baden und eine Hochburg der theologischen Aufklärung. Hier wird die von Melanchthon gelehrte Verbindung von antikem Denken und evangelischem Glauben erneuert. Viele der im Film gezeigten Exponate liegen auch hier in den Vitrinen. Macht euch doch auf die Suche danach! Ja, die Frage ist, warum man nicht hier gewesen sein sollte. Wir, die hier im Literaturhaus im Prinz-Max-Palais regelmäßig Lesungen organisieren, Veranstaltungen, Schreibworkshops, Tagungen und auch den Scheffel-Preis vergeben für die beste Deutschschule im Abitur. Das wird hier alles gefeiert und wir initiieren und organisieren auch die Literaturtage, die in die Stadt reinreichen. Ihr merkt, bei uns ist literarisch viel geboten und jeder Besuch verspricht etwas Neues. Für einen schnellen Überblick über unser Veranstaltungsprogramm lohnt sich auch ein Klick auf unsere Website oder folgt uns doch, wenn ihr es nicht schon tut, auf Instagram und YouTube.